Aus den Tiefen der Videospielhölle habe ich ein Spiel gezogen. Die Rede ist von Saw. Wir alle kennen die Filme, aber kennen wir auch die Videospiele dazu? Wahrscheinlich die meisten Menschen nicht. Und einige werden jetzt direkt aufschreien und sagen, Moment mal, Keystraw, du willst wohl deinen Kanal verlieren. Du tanzt hier gerade mit dem Teufel. Du danst im Feuer der Hölle. Und das stimmt, denn das Spiel wurde damals 2009 veröffentlicht und direkt indiziert. Zack, weg das Ding. Kam nicht mal offiziell in Deutschland raus. Es gibt auch keine deutsche Sprachausgabe, nur eine englische, dafür aber mit deutschen Untertiteln. Und das Spiel ist natürlich wie die Filme ziemlich brutal. Wir haben geile Fallen, geile Rätsel, geile Momente und wir haben einen extrem geilen Soundtrack, der direkt an die Filme erinnert, aber trotzdem irgendwie anders ist. Im Großen und Ganzen ist Saw wirklich ein cooles Spiel und wie gesagt, ich habe es auf meiner Festplatte gefunden. 13 Jahre alt, wir schauen heute mal gemeinsam rein und schauen, was eben nun mal passiert. Let's go! Und wenn ihr mehr sehen wollt, Bewertung da lassen. Mein schlimmster Albtraum, so aufzuwachen mit einer verfickten Bärenfalle in der Fresse. Okay, wir machen erstmal gar nichts, denn wir wollen sehen, wie die Falle zuschnappt. Die Angst, die Panik, die gestörte Wut in seinen Augen und die Erkenntnis, es gibt keine Hoffnung. Oh. Gut, retten wir den Mann. So, alles wird gut, Kumpel. Und runter damit, komm schon. In der letzten Sekunde. Where are you, Jigsaw? I won't play your game. I won't! Der sagt, er will das Spiel nicht spielen und wir spielen aber das Spiel weiter. Absolut Meta, wenn man drüber nachdenkt. Okay, das erste Rätsel ist ziemlich easy. Wir spielen David Tapp. Wer ist David Tapp? Nun, Saw 1, der beste aller Saw-Filme. Einfach weil da eben der Vibe irgendwie geil war. Das Feeling war einfach richtig gut. Was ist das hier? Wir müssen uns hier aufs Puzzle stellen und dann sehen wir hier im Spiegel 4, 3... 1 oder 7. Dann sehen wir hier die Zahlen. Ja, David Tapp. Das ist der Mann, der von Danny Glover gespielt wird. Und der hat damals überlebt. Saw 1. 4. 3. Und entweder die 1 oder die 7. Wahrscheinlich die 7. Sein Partner damals wurde erschossen durch eine Schrotflinte. Also Saw 1 fand ich richtig gut, wegen diesem extrem geilen Feeling, hat so ein bisschen an 7 erinnert. Auch ein sehr, sehr guter Film.
What did you do? Escaping this room will require teamwork. Activating the panel will open both doors. Detective Dapp, you must first find the object in the toilets to unlock the panel. As for the toilet, I've gathered refuse from the obsessions of drug addicts. Now, Detective, dig through others' discarded trash as you forced others to dig through yours. If either one of you fails in your task, the bombs in this room will detonate. I suggest you hurry. Alter, das ist so hardcore gestört, oder? Okay, hier ist nix. Hier ist auch nix. Und... Ja, entspann dich mal. Sie sitzen in der Falle. Suchen Sie die Sicherung in der Toilette, bevor Sie vor Schmerzen ohnmächtig werden. Setzen Sie die Sicherung dann in den Sicherungskasten ein, um an den Stromkreis zu gelangen. Lösen Sie das Rätsel, um die Tür zu öffnen. Okay, dann dippen wir mal rein. Oh, Alter. Die Schmerzen sind ja eine Sache. Ich hätte eher so ein bisschen Schiss wegen den Spätfolgen. Ich meine, das sind Spritzen von irgendwelchen Junkies. Alles klar, Moment. Ich habe hier die Sicherung. Okay, wir haben kein Rätsel. Das war's. Wir müssen nicht noch irgendwo dran rumfummeln. Anscheinend nicht. Are you barefoot? Oh shit, look. Getting across that glass is gonna hurt. You aren't getting my shoes. Aber ich brauche deine Schuhe, Alter. Sie haben nackte Füße. Bestimmte Gefahren wie die Glasscherben vor ihnen können ihnen Verletzungen zufügen. Oh, verflucht. Das ist schon ziemlich perfide, ne? Du schleuderst einfach überall Glas hin und klaust den Menschen, die in der Falle sind, die Schuhe. Ziemlich krank. Gesundheitshypno. Okay, X gedrückt halten, können wir uns heilen. Es werde Licht. Taschenlampe. Keine Taschenlampe, cooles Zippo-Feuerzeug, mit dem man quasi fast gar nichts sieht. Aber wie gesagt, ich finde die Optik dafür, dass das Spiel 13 Jahre alt ist, ist immer noch gut. Alter, was mit dem Kollegen denn passiert? Will man es wissen? Oh Mann, hier drehen alle durch. Das ist halt so ein richtiges, geisteskrankes Horrorlabyrinth. Von der Stimmung her erinnert mich das Spiel so ein bisschen an Manhunt 1. Was ist hier los? Alles, Kumpel. Ich werde alles machen, um mein Leben zu retten. Ich kenne da nichts. Die Schweinelady ist auch mit involviert. Na dann. Whitehurst Memo. 3. April 1885. Liegt also eine ganze Weile zurück. Der Bau der Whitehurst-Anstalt für Geisteskranke ist vollendet. Endlich haben wir es geschafft. Ich habe es der Belegschaft... Was? Ad... Was? Nausema mitgeteilt. Aber man kann es gar nicht oft genug sagen. Ich glaube, wir können hier wirklich etwas bewirken. Wir können Leben verändern. Ich danke jedem Einzelnen für seinen Beitrag. Hochachtungsvoll, Daniel Whitehurst. Der Daniel Whitehurst. Jetzt wissen wir schon mal, wo wir sind. Wir sind in der alten, verlassenen Irrenanstalt. Und dass man hier das Leben der Menschen verändert hat, das glaube ich sofort. Überall Junkies, Mörder, Obdachlose. Verschlossen mit Puzzleteile. 2. Juni 1885. Die Whitehurst-Anstalt für Geisteskranke steht jetzt den verwirrten und gewalttätigen Patienten offen.
Nachdem sich mein Vater aufgrund einer Geisteskrankheit das Leben genommen hat, habe ich geschworen, die mentale Behandlung jeder gepeinigten Seele, die Hilfe braucht, zu unterstützen. Die Anstalt wird richtungsweisend in Bezug auf die traditionelle ebenso wie die experimentelle medizinische Behandlung sein. Hochachtungsvoll, Daniel Whitehurst. Hurst. Der alte Hursti. Hat der Schuhe? Alter Bruder, ich brauch deine Schuhe. Detective Tapp will be here soon. This is the first victim of his obsession. He should be able to hear her, but she is drugged. Tapp knows how the game works and what will happen if he does not release her in time. Hide the key to her cell and we'll see if the detective can protect his witnesses. Also der Kern des Spiels ist es, auf die Fresse zu kriegen. Sorry, buddy. This is part of my game. Nothing personal. I'd grab something quick, though, if I was you. Oh no, irgend so ein Irrer kommt jetzt gleich. Okay, wie schlage ich zu? Halte LT. Kampfhaltung einzunehmen. Okay. Das ist ein leichter und ein schwerer. Die Sachen gehen auch kaputt. Hier sieht man es ja. No! You said you'd free me if I brought him here. My game is over. Oi! Shotgun Classic. Irgendwas Geiles hier drin? Eine Jigsaw-Notiz. Viele von euch fragen sich, wie sie hier wegkommen können. Die Antwort ist einfach, findet Detective David Tapp. Ich habe einen Schlüssel in seinem Körper versteckt. Er ist eure einzige Hoffnung auf Entkommen. Tut, was ihr tun müsst, um zu überleben. Okay, in meinem Körper befindet sich der einzige Schlüssel, um hier rauszukommen. Das sind natürlich großartige Aussichten. Aber der Schlüssel hier, den brauchen wir erstmal für die Tür. Und deswegen meine ich, das erinnert so ein bisschen an Manhunt. Weil eben diese rohe Waffengewalt und alles. Schrotflintentüren. Jigsaw hat einige Türen in der Anstalt mit Sprengfallen versehen. Drücken Sie schnell die entsprechende Taste, wenn sich der Pin bewegt. Drücken Sie die falsche Taste oder sind Sie zu spät dran, dann müssen Sie mit einer Schrotflintenladung rechnen. Okay, ist das eine Flintentür? Alles gut, ich habe keine Ahnung, wie ich es aufgehalten habe, aber ich habe es aufgehalten. Mit meinen Detektivkräften. Schlösser knacken, einige verschlossene Türen können mit Objekten, die sie finden, geknackt werden. Mit einem Nagel. Als ob das funktioniert. Also ja, der Sinn des Spiels ist es... Ich kann es nie erklären. Kranke Sau. Kranke Sau. So, den Nagel nehmen wir mal mit. Eine weitere Notiz. Offenbar warst du nachlässig und wurdest angeschossen. Ich habe deine Wunde geflickt, du wirst es überleben. Während der Operation habe ich die Gelegenheit genutzt und einen Schlüssel in deinem Körper versteckt. Für dich ist er nutzlos, aber nicht für die anderen hier. Überlebe. Ich bezweifle, dass irgendjemand die chirurgischen Kenntnisse besitzt, um den Schlüssel aus dir herauszuholen, ohne dich dabei umzubringen. Na, glaube ich auch nicht, dass die das drauf haben. Haben die eigentlich dieselbe Engine verwendet wie in Silent Hill? Zum Beispiel Homecoming? Großartiges Spiel. Die meisten haben es gehasst, ich habe es geliebt. Mit einem Wahnsinns-Soundtrack. Was haben wir hier? Bandagen. Okay. Also, der Hauptfokus des Spiels, was ich eigentlich die ganze Zeit erzählen möchte, ist es, Menschen, die auch mit uns hier drin in diesem Todeslabyrinth gefangen sind, zu helfen. Ja, das ist der
der Kernpunkt des Spiels. Und das sind eigentlich die großen Events. Du hast dann eine Kette von Rätseln, die du meistern musst, um eben der Person das Leben zu retten. Du kannst sie aber auch natürlich sterben lassen. Oh mein Gott, das sieht richtig, richtig krank aus. Schaut es euch an. Das ist eine üble Art zu sterben. Stacheldraht, Rasierklingen, Messer scharf. Hier geht's nicht durch. Und ja, das ist eigentlich ziemlich cool. An sich ist die ganze Idee genial. Man hat einfach die Saw-Elemente in so ein Manhunt-Szenario reingeworfen. Tagebuchseite eines Kindes. Mein Name ist Rose. Ich bin 8 Jahre alt. Meine Mami sagt, ich habe Kinderlähmung. Das ist schlimm. Bei mir ist es noch schlimmer als bei Onkel Jack. Er kann immer noch nicht laufen, auch wenn er stets aussieht, als wäre er betrunken. Daher bin ich jetzt in dieser Maschine. Sie atmet für mich. Daher nennt man sie eiserne Lunge. Die Krankenschwester sagt, sie schreibt alles auf, was ich sage, damit mich mein Tagebuch nicht vergisst. Sie ist meine einzige Freundin. Traurig. Sehr, sehr traurig. Hier wurden also auch nicht nur... What the hell? Menschen mit Psychosen eingeliefert, sondern auch unter anderem Kinder. Allgemeines Krankenhaus. Na, haben wir hier irgendwas drin? Ein Klo voller Spritzen, in das wir reindippen dürfen? Oh Gott, was ist hier drüben los? Das nächste kranke Spiel. Ich weiß nicht, ob ich spielen will. Immer wieder B oder was? Ey, das Spiel war kein Meisterwerk, aber es hat unterhalten. Dieses Spiel stammt noch aus einer Zeit, wo Spiele einfach nur unterhalten haben. Das ist so ein typisches 7 von 10 Punkte Spiel. Einige Wände in der Anstalt sind baufällig und schwach. Reißen Sie sie ein, um einen neuen Weg freizulegen. Whitehurst Memo. 15. Dezember. Einigen ist gewiss aufgefallen, dass sich die Mauern in einigen Bereichen verzogen haben und in anderen stark einsturzgefährdet sind. Bitte verlegen Sie alle gewalttätigen Patienten aus diesen Zimmern, damit sie die Mauer nicht einreißen und auf diese Weise fliehen können. Der Bauleiter, mit dem ich heute Morgen gesprochen habe, hat mir versichert, dass dies nur aufgrund des sich setzenden Fundaments geschieht. Ich hoffe, das ist bald vorüber. Daniel Whitehurst. Naja, das Haus setzt sich eben noch. Der Klassiker, ne? Auf einmal stürzt hier alles ein, der ganze Raum, und du wirst erschlagen. Alright, was haben wir hier? Eine Sicherung, yay! Und eine verschlossene Tür. Großartig. Okay, die Sicherung kann er hier reinfummeln. Und jetzt sollen wir wahrscheinlich hier drüben rein, ha? Huh? Gut, machen wir es uns gemütlich. Okay, was habe ich denn hier? Ein Erste-Hilfe-Kasten? Und? Ja, es gab viele kleine Minispiele und Rätseleinlagen. So, warte. Ich brauche ein Namensschild. Hier, was stimmt hier? Nicht an dem Gym. Okay, Moment. Ha, Gym hat doch nichts, oder? Okay, der hier. Martin Johnson. Messerchen nehmen. Tom ist es auch nicht. Noch ein Messerchen. Was haben wir hier drüben? Tonband. Okay, das hier soll der richtige sein. Holy shit, wer ist denn so krank? Alter, was für ein gestörter Typ ist das, bitteschön? No, no,
again. I passed your test already. Yet you did not learn your lesson. I'm sorry, okay? I couldn't help it. Of course you could. You chose to let your addiction consume you again and again and again. Okay, wir wissen, wen wir dort gesehen haben. Amanda, ne, war ihr Name, soweit ich weiß. Okay, sie können einige Türen durch Drücken von X verriegeln. So verhindern sie, dass die meisten ihrer Feinde diese Tür öffnen. Entriegeln. Durchgehen. Schließen. Tja, und verriegeln kann ich es trotzdem nicht. Mein Name ist Rose. Ach so, da waren wir schon. Hier waren wir auch schon. Ja, stimmt. Wir müssen wahrscheinlich zu unserer Patientin. Oh, shit. Alter, was ein Idiot. Das Spiel haben sie aber auch wirklich so alles reingepackt, was damals für die Zeit üblich war. Balance halten, Minispielchen. Ja, los. Lauf. Und schon sind wir drüben. Aber ich habe die Zeit geliebt. 2009, das war eine gute Zeit für uns Gamer. Okay, ich muss sie retten. Ich muss sie retten. Freiheit ist eine Illusion. Er will seine Spiele noch ein bisschen weiterspielen. Habe ich eigentlich noch ein Rohr? Ach nee, ich habe jetzt hier so ein Skalpell. OP-Saal. Joa, ne. Brauchen wir nicht. Bandagen sind solche Heilungsobjekte, die wir wirklich nur dann vor Ort anwenden können. Die kann man nicht mitnehmen. Aus irgendeinem Grund, ich verstehe es auch nicht. Wieso man eine Bandage nicht mitnehmen kann. Spritze geht, Bandage geht nicht. Nagel. Alright. Was? Das war nicht richtig? Okay, warte mal. A. Y. X. B. Wie viele kann ich davon eigentlich mit mir rumschleppen? Was mit dem Kasten hier drüben? Können wir da irgendwas machen? Nope. Nichts. Auch nix. Also beim nächsten Toten würde ich gucken, ob die Schuhe passen. Teil einer medizinischen Akte. Name geschwärzt. Patienten-ID. Ah, da steht noch mehr, okay. Ärztenotiz. Bei erster Untersuchung erweist sich geschwärzt als gebildeter Mann, der fest in der Realität verwurzelt ist. Der Patient ist 34 Jahre alt, seit 2 Jahren verheiratet. Die Frau ist im 4. Monat schwanger. Leugnet die Notwendigkeit einer psychologischen Behandlung, hat den Termin aber auf Bitten seiner Frau wahrgenommen, die aufgrund der wachsenden Menschenscheu, die er an den Tag legt, darauf bestanden hat. Der Patient ist sehr wortgewandt und aufmerksam. Die Anfangstests lassen auf einen sehr hohen IQ schließen und er besitzt die außerordentliche Fähigkeit, sich Fakten zu merken. Geschwärzt. Zeigt sich stolz auf seine Intelligenz und sein Wissen. Das Bedürfnis, auf die Schwächen anderer hinzuweisen, wird deutlich. Besteht darauf, dass sich seine Frau und nicht er geändert habe und dass sie ihn nicht mehr versteht. Der Patient ist höflich und freundlich, aber nicht sehr entgegenkommend. Er scheint Freude daran zu haben, seine Antworten zu verschleiern und erweist sich als gewitzter Fragesteller. Sein Benehmen ist ruhig und kontrolliert, zeigt sich unbeeinflusst von den Emotionen anderer sowie ein allgemeinen Mangel an Mitgefühl für andere Menschen. Er drückt verbal seine Zuneigung zu seiner Frau und dem Kind,
dass sie erwartet aus, legt diese aber im Gespräch über sie nicht offenkundig an den Tag. Nach dem ersten Besuch hat geschwärzt, einen Bedarf an weiteren Terminen, habe vorgeschlagen, eine zweite Sitzung mit der Option, diese 24 Stunden vorher absagen zu können, anzusetzen, falls sie seine Meinung ändert. Patient zeigt depressive Tendenz und eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Jigsaw, auch wenn er ein Psycho ist, macht es ja zumindest in seiner Definition, um anderen zu helfen. Er will ja Menschen, die wirklich nicht aus ihrem Kreislauf ausbrechen können, mit Zwang rausreißen. Oh nein, schon wieder hier so ein Holzbalken des Todes. Alright, here we go. Oh, schnell drüber, einfach schnell drüber gehen. Augen zu und drüber fluppern. Okay, hier geht's nach unten. Kann man eigentlich rennen oder sowas in dem Spiel? Nö. Tür öffnen. Oh, ich hab mich verdrückt. Scheit. Oh, Mann. Sie sind tot. Sie blödes Arschloch. Oh, dankeschön. Wo bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich wieder hier. Gut. Könnt ihr nochmal lesen. Für die Akten. Warum? Warum sehen wir diese Einblende? So. Hier nochmal drüber. Hier war nix. Eben gerade dachte ich ganz kurz, hier wäre was. Okay, es war A, aber vielleicht ist es was anderes. Achtung! Jo! Diesmal habe ich's. Später wird das auch alles ein bisschen schwieriger, habe ich noch in Erinnerung. Jetzt hier ist easy peasy cheesy. Aber später ballert das alles ganz gut rein. Au, 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 Glas, Glas, Glas! Jetzt nehme ich doch die Bandagen. Für die alten, blutigen Füße vom Agent Tab. Okay, hier ist nichts. Kontrollpunkt. Gut, Freunde, ich würde sagen, hier machen wir mal Schluss. Habt ihr Bock auf mehr? Lasst eine Bewertung da. Schreibt es gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!